Moin zusammen und willkommen bei einem neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll. Ja, ich habe wieder China-Shit bestellt. Nein, habe ich natürlich nicht, denn ich habe was Vernünftiges bestellt und das soll mit meiner PV-Anlage zusammenarbeiten. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht es nämlich sofort los und dann gucken wir uns mal an, was der Schwung der Schwede macht. Ja, ich habe mir gedacht, wie ergänzt man so eine PV-Anlage, wie ich sie habe, und in Zukunft soll da hinten ja auch noch ein Modul dran, weil das haben die Jungs ja, ihr habt es ja gesehen in meinem anderen Video, ansonsten gerne mal reinklicken. Die Jungs vom Sonnenladen haben ja gesagt, wir machen da vorne nochmal ein anderes Modul dran und dann kommt hier nochmal richtig Dampf in den Laden. Bisher bin ich eigentlich recht zufrieden, wobei der Mai gut war und der Juni war weniger gut. Ich blende euch mal eben ein paar Grafiken ein, wie das so aussah bisher. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich hier gar nicht so viel bin, dann speichern wir den Strom doch mal. Und dazu habe ich mir was einfallen lassen. Und das gucken wir uns jetzt an. So, das ist das Paket, was ich bekommen habe. Und da gucken wir jetzt mal rein. Das ist alles gut verpackt. Wir haben hier Kabelgedöns. Ja. Noch mehr Kabelgedöns. Noch mehr gutes, wirklich gutes Verpackungsmaterial. Und hier ist es. StoreCube. Ja, wobei handelt es sich? Es ist ein Speicher, wie der Name schon sagt, der modular aufgebaut ist. Das Modul hat jetzt hier eine Kilowattstunde an Speicherkapazität. Und das ist erweiterbar auf bis zu 5 Kilowattstunden. Und das hole ich jetzt mal raus und dann gucken wir uns das in Ruhe an. So, da ist das gute Stück jetzt also. Und ihr seht, da ist wirklich nicht viel dran, ne? Wir haben oben hier Output und Input. Und übrigens, das sind auch die Eingänge, wenn man ihn jetzt stapelt. Das heißt, hier kommen die anderen Module drüber. Und ihr könnt sogar ein Modul kaufen. Dann wird das ganze Gerät hier zu einer Powerstation für unterwegs. Das heißt, hier kommt ein Modul drauf, dann habt ihr USB-Anschlüsse und so weiter. Und an der Seite könnt ihr hier die Tragegriffe nutzen. Der wiegt schon ordentlich was. Ihr habt hier den Ein-Aus-Knopf und den Wi-Fi-Connection-Knopf hier an der Seite. Das war's schon. Also mehr ist da gar nicht. Der hat zum Beispiel keine externe Stromversorgung. Ja? Das geht alles über den internen Akku. Und ja, wirklich modular und maximal minimal, würde ich das sehen. wir schließen jetzt einfach mal an. Dazu muss ich hier ein bisschen was machen. Müssen natürlich unten die Anschlüsse alle ab. Und dann verbinden wir das. Und in 5 Minuten ist das Ding einsatzbereit. Das gucken wir uns jetzt an. So, ich habe mal eben das schon soweit vorbereitet. Sprich, vom Mikroinverter, da habe ich jetzt die mitgelieferten Y-Kabel hier schon anmontiert. Die Y-Kabel, die dienen dazu, dass ich auch meine 2 Module nach wie vor dann als Eingang drin habe. Und dann haben wir hier Modul 1, Modul 2. Ich habe hier das Kabel Output und ich habe hier das Kabel Input. Sind auch schön gekennzeichnet hier, ne? Das passt soweit. Und das Ganze werden wir jetzt einfach mal anschließen und dann seht ihr, wie schnell das geht. App noch einrichten und dann sollte das funktionieren. Das gucken wir uns jetzt mal genau an. Die sind übrigens auch für Drehsicher. Hier sind 3 Nuten dran, sehe ich jetzt gerade. Und da sind auch 3 dran. Verdammt. Könnte ich das da drauf setzen? Ja, das passt. Also achtet drauf. Input, wo Input steht, wo Output steht. So. Zack. Und ein Festdrehen. Ist übrigens auch wasserfest, der ganze StoreCube. Nach IPU67. Sollte das jetzt falsch sein, dann blende ich mal eben ein, wie die richtig ist, die Schutzklasse. Aber ich meine, es war 67. So. So. Und jetzt ist das ganz einfach. Input ist da, wo der Strom herkommt, also von den PV-Modulen. 1,1, das ist mein 1er Modul, Klick,
Jetzt hier auch gucken, dass ich den. Oh, siehst du? Jetzt sage ich schon nicht mit einem Modul, ich schließe es an Zweier an. So extra hier Kennzeichen mit 1-1, Mann. So. Klick nochmal. Klick nochmal. Klick. Und ein letztes Klick. So. Jetzt haben wir den Input. Und aus der Batterie raus ist dann der Output. Wobei ich das dann schon mal so drehe. Damit der Holger nicht meckert und das hier nicht ganz so unordentlich aussieht. Steht da auch StockTube? Nee. Muss so rumstehen. Allein schon wegen dem Namen. Allein wegen dem Namen muss es so rumstehen. So. Einmal hier rein. Klack. Klick. Und klick. So, das war's im Prinzip. Ich mach das noch schön. Kennt das. Ihr wisst das. Das ist jetzt erstmal hier, damit es funktioniert. So. Jetzt hat man hier an der Seite einen Powerknopf. Zack. So. Ich zeige euch das mal eben in der Nahaufnahme. Mehr ist das nicht. Nur der Powerknopf. Und daneben ist der Wi-Fi-Knopf. So, und dann richten wir mal die App ein. Ups. Oh, dazu setze ich mich hier hin. Startende Bildschirmaufnahme. Und wir richten die mal eben ein. StockTube. Wi-Fi ist. Jetzt muss ich in mein Wi-Fi-Menü WLAN, irgendwas mit MPPT oder so soll hier gleich stehen. Wenn ich den Knopf längere Zeit drücke. Da ist es. Da verbinden wir uns mal eben mit. Ungesichertes Netzwerk, natürlich. Wir sind ja jetzt auch nur mit dem Gerät verbunden. So, ich gehe mal zurück. Na super. So. So, damit ich euch nicht langweilige, gucken wir uns mal eben das Gerät auf der Homepage an. Den seht ihr hier in den StockTube, die intelligente Steckdose. Oben ist noch der Split-Wechselrichter. Aber wir interessieren uns jetzt erstmal für das, was ich euch hier im Video zeige. Das ist nämlich hier der S1000 Solar. Ja, also ihr seht die verschiedenen Größen, 1024, 2048 und so weiter, bis 5120 Wattstunden, habe ich euch eben auch schon erzählt, könnt ihr alle aufeinander stapeln, sieht dann so aus und hier am seitlichen Bild seht ihr auch nochmal den Wechselrichter oben drauf montiert. Ja, das sind kleine Türmchen, die ihr bauen könnt, wirklich Plug and Play, in dem Video zeige ich es euch gerade auch und ja, die Kompatibilität mit meinem Wechselrichter ist zum Beispiel auch gegeben. Ja, Einsparungen werden natürlich hier großartig versprochen, bis 467 Euro, wenn man den Strom speichert. Da werde ich darüber berichten. Und ihr seht es hier, 6000 Ladezyklen, 15 Jahre Garantie und Lebensdauer und 10 Jahre Garantie auf das ganze Gerät. Und IP65, habt ihr es eben gesehen, IP65 war der Schutz. Ja, das ist dann das ganze Türmchen. Und gucken wir uns nochmal ein paar Daten an, die hier vielleicht für euch interessant sind. Also es sind Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit 6000 Zyklen, wie ich eben schon gesagt habe. Wenn man 70% Endcharge-Leistung hat, ich habe ihn runtergeregelt auf 50, 15-jährige Lebensdauer und 10 Jahre Garantie. Jo. Hier eine schöne Grafik dann, wo ihr seht, wie sowas funktioniert von der PV in den Speicher. Und wenn man dann jetzt nachts dann diesen Strom benötigt im Haus, das ist einfach die Leistung, die euer Haus immer so verbraucht, dann seht ihr, wie das funktioniert. Soll dann bis 467 Euro sparen können. Ja, das ist natürlich immer so eine Milchmädchenrechnung. Ihr kennt das, ne? Was interessant ist, wir haben hier zwei unabhängige MPP Schaltung integriert. Das heißt, ihr könnt, so wie ich es gemacht habe, zwei Solarmodule anschließen und die dann auch noch separat bei Verschattung steuern lassen. Achtet darauf, dass ihr keine Reihenschaltung macht, weil die 55 Volt Eingangsspannungsbereich nicht überschritten werden sollten. Ja, maximale Eingangsleistung sind dann 600 Watt pro Panel, was in Summe dann 1200 Watt in Summe sind. Und ja, hier nochmal darauf hingewiesen, wie gesagt, da seht ihr auch AP Systems, das ist ja mein Wechselrichter hier.
Und das Thema App, das richten wir jetzt gerade parallel an. Die ist wirklich sehr übersichtlich. IP65, ich weiß es inzwischen, 10 Jahre Garantie ist immer für euch wichtig. Und hier das Plug and Play mit dem tragbaren Design, das ist einfach das Thema, was ich sehr wichtig finde. Ihr könnt es wirklich mit dem Split-Wechselrichter dann auf eine Campingtour beim Angeln mitverwenden. Ja, die Installation, die seht ihr jetzt gerade bei mir. Das war es eigentlich schon. Ich würde nochmal vielleicht ganz kurz auf den Split-Wechselrichter gehen. Ja, den sehen wir dann hier. Und wenn man dann eben auf die technischen Daten guckt, dann seht ihr ganz einfach, der wird oben auf den Cube drauf gesetzt. Ihr habt 1000 Watt Ausgangsleistung, also ihr könnt euch damit nicht föhnen. Zweimal USB, einmal AC und ja, was wollt ihr mehr? Dafür finde ich das System ziemlich gelungen. So, zurück zum Video. So viel zu den technischen Daten. In der Zwischenzeit sind wir verbunden. Der dritte Schritt habe ich hier schon mal vorbereitet. Das ist mein Netzwerk und der Netzwerkschlüssel. Wir drücken mal abschließen. Ja. Bestätigen wir das Ganze. Da ist er. So. Und jetzt sollte das funktionieren. Müssen wir eben warten, dass er hier sich auch anmeldet. Und hoffe ich. Ist ein bisschen bewölkt inzwischen. Glaube ich nicht, dass da so viel jetzt gerade kommt. So, da haben wir es. Ja, da seht ihr. Solarstrom 1, 31 Watt und 29 Watt gehen in den StoreCube. Der hat jetzt noch 994 Watt, schöne Animation. So, kann man hier oben reingehen. Kann ich dann hier hinzufügen. Batteriedaten haben wir hier. 97%. Batterietemperatur 30 Grad. Hier kann ich noch einrechnen. Parameter, Ladetiefe kann ich einstellen. Bis 50%. So, konstante Leistung. Bis 800 Watt. So. Jo, also insofern, ich habe jetzt erstmal die 800 Watt eingegeben. Ich könnte jetzt natürlich auch das so machen, weil ich weiß, mein PV-Modul, die liefert natürlich nie 800 Watt. Dadurch würde der nie sich jetzt dementsprechend wieder füllen, weil einfach alles durchroutet. Deswegen kann man hier jetzt auch erstmal, was ich gehen auf, mal was ich, 300 Watt. So. Wenn ich dann das Modul habe von Sonnenladen, können wir da auch höher gehen. Guti, ja, Firmware-Update, das machen wir gleich mal eben. Das mache ich jetzt nicht hier. Was haben wir sonst noch? Statistiken können wir hier nochmal machen. Ist natürlich gar nichts drin jetzt aktuell, weil ist halt noch neu. So, und das war's schon im Prinzip. In diesem Sinne, ihr seht, so ein StoreCube, der ist gar nicht komplex einzurichten. So. Was kostet uns jetzt der Spaß? Ja, der Spaß kostet jetzt hier mit einer Kilowattstunde, also 1024 Wattstunden, 549 Euro und jedes Zusatzmodul dementsprechend genauso viel. Der Aufsatz oben, damit ihr das als mobile Ladebank benutzen könnt, kostet 249 und die intelligente Steckdose, die ich eben schon erwähnt habe, die kostet wiederum nochmal 26,99, 27 Euro, so war das. Ja, die verbindet sich dann auch mit dem Gerät und die können sich dann auch nochmal miteinander unterhalten, was ich ganz cool finde. Das heißt, was weiß ich, denkt euch was aus, aber die Steckdose, die ist dann in Kommunikation und wenn er genug Strom hat, dann funktioniert die nur so. Also, recht witzig, was sie anbieten. Guckt ruhig mal rauf, was jetzt StoreCube dazu bieten hat. Ich finde es sehr übersichtlich und wie gesagt, unter 600 Euro jetzt hier für ein wirklich wasserfestes Gerät, was dementsprechend auch modular aufgebaut ist. Ich habe es euch erzählt, bis 5 Kilowattstunden könnt ihr das Ganze ja aufbauen. Ich bin damit jetzt erstmal zufrieden und werde berichten, inwieweit sich das bei meiner kleinen PV-Anlage lohnt. Wird nicht viel sein. Insofern wird Zeit, dass da noch ein Zusatzmodul an die Wand kommt, damit wir hier auch ein bisschen mehr von der Sonne nutzen. Ich hoffe, euch hat das Video auf Socken gefallen. Hatte keine Lust mehr, jetzt bei dieser Wärme nochmal eben Schuhe anzuziehen. Ja, und in diesem Sinne,
Ich verlinke euch nochmal den StoreCube unten in der Videobeschreibung, weil es gibt auch noch Rabatte, Rabatte, Rabatte. Und je mehr kaufen, desto höher ist der Rabatt. Und wenn euch sonst noch irgendwelche Fragen belästigen, die euch in irgendwelchen dunklen Träumen verfolgen, dann unten in die Kommentare. Daumen hoch, Daumen runter, ist egal, so wie ihr es gerne hättet. Und dann demnächst mehr davon. In diesem Sinne, ich bin raus und trinke jetzt erstmal irgendwie eine kalte Cola. Ciao.